Heute gibt es einen neuen Vlog von Chris und Mareike vloggen. Heute mal was Weihnachtliches. Viel Spaß! Ich musste mit ins Riesenrad. Ich hab... Hallo! Ja, meine Kapuze ist doof. Moment. Ich fang schon mal an. Ein neues Video! Oh, es ist bald Weihnachten. Nein, ja, schon. Wir sind, heute ist der erste Tag vom kranken Weihnachtszauber und das Lied ist jetzt viel besser. Wir sind heute da. Wir besuchen den kranken Weihnachtszauber endlich mal wieder mit der 2G-Regelung und 1 € Eintritt. Und wir schauen mal, was uns hier so erwartet. Parken direkt vor der Kranger Kirmes oder vor dem Kranger Weihnachtszauber. 5 €, haben wir uns mal gegönnt heute. Man kann natürlich auch an der Hauptstraße umsonst parken, wenn da Plätze frei sind. Und wir zeigen euch alle Fahrgeschäfte mit Preisen und auch die Gastronomiestände und die schöne weihnachtliche Beleuchtung. Genau. Und was wir jetzt zuallererst machen, ich habe noch nichts gegessen, Leute. Ich komme von der Arbeit, ich habe Hunger, ich gehe jetzt was essen. Ich komme auch von der Arbeit, habe auch noch nichts gegessen, ich habe noch nicht Hunger. Noch keinen Hunger. Okay, erst essen und dann weihnachtliche Impressionen. Sigere Asch, it looks like snow. When it falls in the wind, you know, and you. Say you wanna dance. You're worrying, oh, you'll end up in the wrong hands. And you're having fun. Why don't you show your friends? Übrigens, sobald ihr euren Euro bezahlt habt, keine Maskenpflicht auf dem Gelände, weil halt 2G ist. So, und jetzt gehen wir uns was zu essen suchen. So, Mareike, ich habe für Mareike eine Marone gekauft. Und jetzt mal gucken, geschnurrt, nein. Wir haben gefragt, ob wir eine probieren dürfen. Im Europapark waren die ja nicht so geil. Deswegen. Ich habe gehört, im Europapark sind die sehr oft trocken, weil die zu lange da drin sind. Und jetzt probiere ich die nochmal. Kevin, liebe Grüße an Coaster Fun and Food, hat auch gesagt, eigentlich schmecken die richtig lecker. Ich krieg noch nicht mal die Schale. Man muss sich ein bisschen singen, ne, damit diese Musik nicht vom YouTube gesperrt wird. Ah, jetzt ist gerade keine Musik. Oh, jetzt kommt die Musik wieder. Ja, der Vlog geht jetzt schon eine Stunde, weil Mareike eine halbe Stunde braucht, um das Ding aufzupäppeln. Was soll ich machen? Naja, ich beiß es von unten ab. Und. Besser, schlechter, genauso? Ist okay, ist aber nicht mein Favorite, aber ist besser auf jeden Fall. Okay. So, wir gehen weiter, was zu essen suchen. I'm lacking sincerity, but you don't care at all. Miss Boozley cigarettes trying to take me home. Falling in love just a million times, breaking it all. Eine Sauna ist auch auf dem Krange Weihnachtszauber vertreten. Unglaublich. Oh, der Baum ist angegangen, was Glück! Ja! Ist der jetzt gerade angegangen? Ja.
verrückt. Das hast du auf dem Video. Wir sitzen gerade im Riesenrad. Mareike hat sich überwunden. 5 Euro. Aber man hat wirklich einen wunderschönen Blick. Sich drehen die Gondel. Wo ist Böckli, wenn man ihn mal braucht? Wo ist Böckli? Kein Böckli. Naja, it is wie es ist. Jetzt haben wir auch endlich Essen hier bei Küchenmeister, eine XL Currywurst mit Pommes. Und Mareike hat ihr Steakbrötchen. Steakbrötchen 6 Euro. Currywurst mit Pommes, muss ich kurz rechnen, 8 Euro. Ja, 8 Euro. Through a little rust, they like to say we're just young, but I know we're
Es gibt noch Hütten. Wenn ihr noch was habt, schnell meldet euch an. Es sind noch zu Hütten zum Vermieten. Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight. You're calling to say hi. But your words, they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah. Your silence speaks so loud. Wie gefällt es dir denn bisher? Sehr schön, aber ich glaube, es ist ein bisschen kleiner als damals, vor der Corona-Zeit. Aber es gibt sehr viel zu essen. Richtig Riesenauswahl. Wir haben uns jetzt schon eine Currywurst gegönnt und ein Steakbrötchen, aber Nachtisch geht auf jeden Fall auch noch und nicht wenig Nachtisch. Und ja, Riesenrad habt ihr gerade gesehen und fahren wir noch was? Nö, wir essen und genießen die Atmosphäre. Vielleicht fahre ich noch. Mal gucken. Hallo, liebe Kinder, wie geht es euch? Wie ihr seht, tut es sich wirklich. So, es ist soweit. Es ist Eiszeit. Schwan aus Eis. Kein Aribert Schmidt Eis, aber immerhin. Aribert Schmidt stand in Münster auf dem Send. Ja, und da waren wir leider in Italien. Vlog verlinke ich euch mal hier oben. So, Mareike hat eine Portion für 4 Euro mit Schokostreusel. Schokolade, Erdbeer. Ich habe eine kleine Portion für 2 Euro. Und die Schokostreusel kosten jeweils 50 Cent extra hier bei Schmalhaus. Da, warte, ich krieg's rauf, da oben. Schmalhaus. Und es sind 7 Grad, aber egal, schmeckt trotzdem, ja. Was wolltest du was bei Ihnen, ne? Nein. Aber gut.
was hast du dir gekauft? Natürlich eine Schoko-Erdbeere. Ganz normal? Ja, immer. 5 Euro? Ja. Ich suche noch meine Salzpunkte, was. Oh, jetzt holen wir uns noch einen Baumstriezel. So, wir haben uns den Baumstriezel jetzt gönnt. Zimtzucker, einen kleinen für 5 Euro. Mareike ist schon am Verdrücken. Und dann haben wir uns noch gebrannte Erdnüsse gekauft für 4 Euro. Und es ist überall hier so viel Musik, Weihnachtsmusik. Übrigens keine Lego hier auf dem Platz, nur überall Weihnachtsmusik. Nicht gut für YouTube. Mareike verdrückt noch eben die Reste vom Baumstriezel. Lecker. 3 Stunden waren wir hier tatsächlich. So lange wie noch nie, glaube ich. Wahnsinn, ne? 3 Stunden kranke Weihnachtszauber und wir sind nur das Riesenrad gefahren. Und haben natürlich sehr viel gegessen und die Atmosphäre genossen. Wie findest du es? Schön, aber kleiner als davor, die ja, das Jahr, also als das vor 2 Jahren. Genau. Trotzdem süß und schnuckelig. Schön, also ich finde das toll. So schön Weihnachtsstimmung und ich finde es toll. Ja, meine Highlights, keine Maskenpflicht auf dem Gelände. Dementsprechend wie früher, so ein bisschen Kirmes-Feeling. Keine Reko, ist aber nicht schlimm, überall Weihnachtsmusik. Und Preise absolut voll und ganz in Ordnung. Günstiger als auf der Allerheiligen Kirmes in Soest. Ja, morgen geht's schon weiter für uns. Wo geht's denn morgen hin? Eventuell in den Zoo nach Münster zum Christmas Garden. Christmas Garden. Da kommt der nächste Vlog. Ansonsten haltet uns die Treue. Bis zum nächsten Vlog. Tschüss. Und eventuell könntet ihr die Glocke kostenfrei abonnieren und unseren Kanal abonnieren. Nur wenn ihr möchtet. Okay, ich hab Ofen. Christopher ist Baumstriezel.